Hallo und herzlich willkommen im Wald. Guten Morgen und heute soll es um die Erle gehen, denn meine Kamerafrau muss einen Vortrag zur Erle halten und ich hatte sowieso vor ein paar Tagen mal die Erle irgendwo rumstehen gesehen und habe mir gedacht, zur Erle könntest du doch eigentlich auch mal was machen. Und da wäscht jetzt eine Hand die andere in Anführungszeichen, beziehungsweise ist gleich doppelt nützlich und deshalb heute jetzt noch die Erle. Und außerdem wollte ich diese Woche unbedingt noch ein Baumvideo drin haben, damit da letzte Woche ja überhaupt kein Bildungskontent dabei war, damit diese Woche halt eben ein bisschen mehr Bildungskontent dabei ist. Daher jetzt die Erle. Und warum halte ich euch bloß einen Zweig in die Kamera? Die wächst da unten im Tal und ich hocke hier auf so einer Felsnase. Und das Tolle ist, hier oben scheint die Sonne schon hin und ergo ist es hier oben nicht arschkalt, unten schon. Und deshalb hocke ich jetzt hier oben und ihr müsst damit leben, dass ich euch heute mal nur einen Zweig in die Kamera halte, beziehungsweise ich habe unten schon noch ein bisschen gefilmt und blende euch dann, wenn ich im Laberteil bin, noch ein paar Aufnahmen von stehenden Erlen ein, aber wo wahnsinnig repräsentativ sind die jetzt auch nicht. Okay, so viel zum Hintergrund, dann noch zwei Worte zur Systematik. Die Erle ist ein Birkengewächs, wird nicht hoch, wird nicht dick und wird super und hat nur ein ganz kurzes Leben für einen Baum. Wird maximal 120 Jahre alt. Wenn es eine Erle aus Stockausschlägen ist, dann wird sie noch mal viel, bleibt sie noch viel jünger. Und es ist keine Seltenheit, dass die mit 80 schon wieder. Also so eine Erle, wenn man eine als Kind pflanzt, dann hat man noch eine gewisse Chance, die Erle zu überleben im Laufe seines Lebens. Also selbst wenn man sie nicht frühzeitig umsägt. Also für wen das eine Alternative ist, beziehungsweise eine gute Idee, bitte nur zu. Ja, das wär's zur Systematik, glaube ich. Ganz wichtig, so ökologisch gesehen ist die Erle die Sumpfbaumart in Deutschland. Also sofern wir eine Sumpf angepasste Baumart haben, dann ist es die Erle. Sprich, sie kommt gut damit zurecht, zwischendurch immer mal wieder von Wasser überflutet zu sein. Jeder andere Baum geht dann nach wenigen Tagen bis ein, zwei Wochen ein. Die Erle hält das richtig, richtig lange aus, weil sie dafür spezielle Anpassungen hat. Das ist aber Ökologie und gehört eigentlich nicht in mein Baumwissen für Bushcrafter-Reihenformat rein. Daher will ich da jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen. Das mache ich irgendwann mal ein andermal an irgendeiner anderen Stelle. Ich renne auch mal irgendwann durch die Gegend und erkläre euch verschiedene Lebensräume, was es damit auf sich hat, dann wahrscheinlich in 5 Teilen jeweils. Aber wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. YouTube wird ja nicht morgen abgeschaltet, vermute ich. Nein, ich glaube es wirklich nicht. Gut, und damit gehen wir jetzt mal auf die äußeren Bestimmungsmerkmale ein. Innere Bestimmungsmerkmale werden euch auch nichts bringen. Aha, so, jetzt habe ich es auch geschafft, endlich mal so einen Erlenzweig einigermaßen in den Fokus zu bekommen. Ihr seht diese kleinen Bobbel hier, das sind kleine Korkflecken, wenn man so möchte, die dienen der Belüftung der Holzzellen, die unter der Rinde liegen. Die Rinde an sich ist nämlich ziemlich luftdicht. Das hier ist, das könnt ihr auch gleich schön sehen, eine Erlenknospe. Die hängen jetzt mittlerweile schon am Baum, weil ja doch gut Herbst ist. Und daher kann ich da jetzt extra explizit auch gleich nochmal drauf eingehen. Die wird noch ein bisschen dicker und wahrscheinlich noch ein kleines bisschen länger werden. Aber im Prinzip ist das schon mal eine charakteristische Erlenknospe, an der man die Erle auch gut erkennen kann. Wesentliches Merkmal ist der Stiel, der ja so einen halben bis einen maximalen Zentimeter lang werden kann. Also diese gestielten Knospen, das ist eher ungewöhnlich. Ansonsten sind sie relativ elliptisch, wenn sie dann mal gut ausgeprägt sind. Sind in so einem Kastanienbraun, würde ich das jetzt fast mal nennen, wollen gehalten. Und gerade eben im fortgeschrittenen Zustand der Entwicklung, also sprich so ab Mitte Winter bis Ende Winter, sind sie auch leicht klebrig. Also das ist dann ein besonders gutes Bestimmungsmerkmal. Die gestielten kleinen Knospen im klebrigen Zustand, dann sind wir bei der Schwarzerle. Ups, ich hätte natürlich noch dazu sagen müssen, es handelt sich hier die ganze Zeit um die Schwarzerle, Alnus glutinosa. Warum die Schwarzerle heißt, erkläre ich euch auch noch. Hier habt ihr noch ein paar andere, schönere Knospen. Ungefähr so sehen die dann im späteren Zustand auch aus. Sie sind meistens leicht asymmetrisch, sprich auf einer Seite hat sie mehr im Bäuchchen als auf der anderen Seite. Das ist relativ normal und
Die Bestimmung der Erle über ihre Blätter ist sehr einfach. Dazu muss man zunächst mal sagen, die Blätter sind einzeln gestielt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Stiel so 2 bis 3 cm lang, so 1,5 bis 3. Das ist aber wie gesagt nichts Besonderes. Was die Bestimmung der Erle so super einfach macht, ist, dass sie hier vorne gebuchtet sind. Also mir ist jetzt spontan kein anderer Baum, der auch nur im Ansatz erlenartig aussieht und auch vorne gebuchtet ist, bekannt, der das noch hat. Nicht jedes Blatt ist gebuchtet, wie ihr, wenn ihr hier mal an dem Zweigling hier guckt, da ist zum Beispiel noch nicht, gerade bei den kleinen Blättern ist es nicht so ausgeprägt. Ob das es mal war, werden wir nie erfahren. Hier, doch, da ist es auch schön zu sehen. Da ist zwar schon auch ein bisschen dran gefressen worden, aber man kann es trotzdem erkennen. Hier, ja, da sieht man es auch ganz gut. Also auch dieses kleine bisschen gebuchtet ist auch schon gebuchtet. Und da ist auch wieder so ein bisschen eingeschnitten. Teilweise ist es auch wirklich ganz schön kreisrund, diese Bucht. Das ist mehr oder weniger ausgeprägt. Wie gesagt, nicht jedes Blatt ist gebuchtet. Ihr solltet beim Baum, wenn ihr wissen wollt, ob es eine Erle ist, einfach mal ein bisschen Ausschau halten nach gebuchteten Blättern. Wenn auch gebuchtete Blätter dabei sind, ist das quasi so, als wären sie alle gebuchtet. Also das ist gar nicht unbedingt erforderlich. Und diese Bucht, das ist ganz charakteristisch. Und dann handelt es sich auf jeden Fall um eine Schwarzerle. Das ist auch ein sicheres Bestimmungsmerkmal zur Unterscheidung verschiedener Erlenarten. Es gibt auch noch die Grauerle und die Grünerle bei uns. Die sind auch, ja, jetzt nicht so super häufig, aber man findet die auch schon mal hin und wieder. Allerdings nicht unbedingt auch da, wo die normale Alnus glutinosa, also die Schwarzerle, wächst. Das ist auch die häufigste, also die ich hier habe. Und ja, also wie gesagt, achtet auf dieses Gebuchte, dann kann euch die ganzen anderen Blattmerkmale, können euch dann scheißegal sein. Das ist wichtig. Ich will euch gar nicht mit mehr Zeug verwirren als diese Bucht. Die ist das one and only Bestimmungsmerkmal, wenn man Erle an den Blättern erkennen möchte. Ja, wo kommt die Erle vor? Ich habe es ja schon angedeutet, als typische Sumpfbaumart gibt es das Ding überall da, wo wir viel stehendes Wasser haben, beziehungsweise über den, nicht um den größten Teil des Jahres, aber über eine lange Zeit im Jahr muss auf einem typischen Erlenstandort eine sehr hohe Feuchtigkeit gegeben sein. Das kann sich so äußern, dass da wirklich Pfützen zu sehen sind und die Erle tatsächlich sichtbar im Wasser steht. In den allermeisten Fällen wird es aber eher so sein, dass das einfach ein sehr hohes anstehendes Grundwasser ist. Sprich, wir haben nur ein kleines bisschen Boden, in dem kein Wasser drin ist, also der trocken ist von oben gesehen, hier ist oben. Hier ist der trockene Bereich und darunter ist bereits der gesamte andere Boden, der da dann noch kommt, und das ist dann doch einiges, bereits wassergesättigt, und mit so einem Zustand, da kommt eigentlich kaum ein Baum wirklich zurecht, außer eben unsere besagte Erle. Und genau auf solche Standorte ist sie spezialisiert, genau da kann sie gut wachsen vergleichsweise. Und woanders wird man sie kaum finden können, weil sie da von allen anderen Baumarten per Konkurrenz, also Schatten, den die auf die Erle werfen, niedergemacht wird. Denn die Erle ist ein extremer Lichtbaum, sprich, sie braucht wirklich ganz viel Licht, und sobald sie irgendwo im Schatten steht, geht sie ein. Und deshalb kann sie sich eben auch nur auf diesen feuchten Standorten behaupten, weil an jedem anderen Standort gibt es ja auch noch andere Bäume, die da noch leben können, und die machen die Erle einfach nieder. Da hat sie einfach keine Chance. Die ist halt ein Spezialist und kann nur auf ihrem speziellen Lebensraum und woanders nicht. Das habe ich jetzt 17 Mal gesagt, müsste jedem klar sein. Deshalb findet man die Erle auch überall in gesamt Mitteleuropa und sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Nur dann in Nordskandinavien kommt sie nicht mehr vor und auch nicht auf Island. Aber sonst ist sie in Europa eigentlich fast überall zu finden. Auch nicht in den ganz krass trockenen, heißen Gegenden. Da natürlich auch nicht so, weil da einfach die Lebensräume, die Sumpflebensräume ein bisschen fehlen. Aber man kann sie eigentlich fast überall finden, denn sie ist eine sogenannte azonale Baumart und nicht jetzt speziell an irgendeine bestimmte Klimabedingung gekoppelt, sondern an eben einen bestimmten Standort gekoppelt. Und das sind eben diese Sumpfgebiete, und die befinden sich meistens an irgendwelchen Flüssen, im Hinterland irgendwelcher Flüsse, wo irgendwelche Senken neben dem Fluss nur gelegentlich mal überschwemmt werden und das Wasser, das dann da eben reingeschwemmt wird, dann sich nicht bewegt.
Und das ist so eine typische Sumpflage und da fühlt sich die Erle wohl. Und da ist es ihr relativ egal, ob der Niederschlag bei 300 oder 800 mm liegt. Das interessiert die Erle einen Scheiß, weil die hat ja ohnehin immer nasse Füße. Und ob es jetzt ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter ist, ist für sie auch nicht so wichtig, weil diese wassergesättigten Standorte durch das viele Wasser auch so eine gewisse Selbstregulation drin haben im Wärmehaushalt und extremer dadurch ausgeglichen werden, dass das Wasser einfach ein relativ schlechter bzw. guter Wärmespeicher ist, je nachdem von welcher Sichtweise man das jetzt sehen möchte. Aber ich habe ja gesagt, ich erkläre euch dann nochmal die Ökologie eines Erlenstandsorts irgendwann nochmal gesondert. Ihr wisst jetzt jedenfalls schon mal, wo ihr sie findet, im Hinterland von großen Flüssen. Möglichst in irgendwelchen Senken. Spätestens da sollte sie zu finden sein. Oft steht sie auch direkt am Fluss, je nachdem wie groß oder klein der ist. Oder auf ganz, ganz feuchten Wiesen in der Nähe vom Bach am Rand dieser Wiesen, weil die Wiese selber wird ja freigehalten, damit man da irgendwas grasen lassen kann. Schaf, Ziege, Kuh, was weiß ich. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Verwendung. Das heißt schon, das ist auch schon wieder eine Weile her. Ja, und damit sind wir bei der Verwendung der Erle angekommen. Die Erle lässt sich recht vielseitig einsetzen, wobei das Holz für irgendwelche Konstruktionszwecke nicht so sonderlich geeignet ist. Ein sehr schnell wachsender Pionierbaum, der viel Licht braucht, hat auch grundsätzlich immer ein weiches, mechanisch nicht gut belastbares Holz. Das ist auch bei der Erle der Fall, also sprich für alles, was so richtig stabil sein muss, könnte die Erle nicht wirklich gebrauchen. Bei den technischen Anwendungen, was man da draus bauen kann, in dem Sinne beschränkt sich damit eigentlich auf schöne Möbel, weil das Holz von vielen Leuten als sehr schön angesehen wird. Man muss dazu sagen, und ich gehe jetzt mal über die reinen Bushcraft-Anwendungen hinaus, bei dem Erlenvideo jetzt ausnahmsweise, dass das Erlenholz sich auch hervorragend imprägnieren, färben, beizen, behandeln lässt. Also alle möglichen Behandlungsmethoden, um dem Holz unter anderem auch eine andere Farbe zu verleihen, funktionieren mit Erlenholz ganz hervorragend. Das nimmt sehr gut chemische Stoffe, wenn man so möchte, auf und lässt sich eben, ich habe es ja gerade gesagt, lackieren, beizen, färben, bleichen und so weiter. Das Erlenholz an sich enthält auch schon einen hohen Anteil an oxidativen Substanzen, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Soll heißen, wenn man es der Luft aussetzt, läuft es rot an. Deshalb gibt es auch Regionen, wo unsere Schwarzerle als Roterle bezeichnet wird, wegen dem rot anlaufenden Holz. Das ist aber ein relativ bescheuerter Name, weil eine richtige Roterle gibt es auch noch, die Alnus ruba oder Rubra. Ich glaube Rubra, und die wächst in Amerika. Ja, und jetzt aufgrund der schlechten mechanischen Eigenschaften kann man aus dem Erlenholz halt eben keine besonders tollen, stabilen Dinge bauen. Sie eignet sich dann eher mehr für Möbel im Sinne von Kommoden, Schränke, einzelne Teile von Schränken auch, vielleicht aus unterschiedlich gefärbtem Erlenholz. Und durch die gute Färbbarkeit und das recht weiche Holz, das auch nicht zum Splittern neigt, wird es auch gerne als Spielzeugholz verwendet. Eine weitere ganz klassische Anwendung ist das Äußere vom Bleistift. Also natürlich nicht die Mine, sondern das Holz drumherum. Das ist auch ganz oft aus Erle. Gerade wenn ihr so einen Bleistift habt, der so ein rötliches Holz habt, das sieht man relativ häufig. Die sind dann oft auch noch mit irgendeiner Papierhülle oder ähnliches ummantelt. Aber das Holz an sich ist eigentlich so leicht rötlich. Das ist ein typischer Erlenbleistift. Also mit Erlenholz um die Mine. Jetzt kommen auch die Vögel. Also heute will mich aber auch alle stören, Menschenskinder. Ja, aber wie gesagt, im Holzbaubereich ein Stuhl schon wieder schwierig, weil da hockt dann unter Umständen irgendjemand schweres, dickes, so wie ich drauf, und dann ist der Stuhl kaputt. Und deshalb ist das auch schon wieder mit Vorsicht zu genießen. Klar, es würde wahrscheinlich halten, aber ich persönlich würde jetzt kein erlentragendes Möbelstück kaufen. Das wäre mir schon fast ein bisschen zu instabil. Jetzt übertreibe ich natürlich ein bisschen, so schlecht von den Stabilitätswerten ist das Holz jetzt auch wieder nicht. Wenn man einen relativ massiven Stuhl bauen würde mit viel Holz, dann hält er auf, wenn er aus Erle ist. Also lasst euch da jetzt nicht von mir betüxen. Sehr gut zu bearbeiten ist das Erlenholz übrigens in der Drechslerei und Schnitzerei. Also wenn ihr mal was Schönes zum Schnitzen sucht, dann wäre so ein gutes Stück Erle definitiv auch eine
hervorragende Wahl. Da ist es ja durch seine Weichheit und die geringe Neigung dazu zu splittern, schön zu bearbeiten und lässt sich da tolle Dinge draus machen. Eben auch gerade so Kunstgegenstände oder auch irgendwelche geschnitzten Figuren kann man ganz gut aus Erlenholz herstellen. Hat dann aber unter Umständen den Nachteil, dass es dann auch wieder rot anläuft, das Holz, nachdem es getrocknet ist, beziehungsweise schon vorher rot angelaufen ist. Und das mögen viele bei Schnitzereien dann wiederum nicht so. Aber rein von den mechanischen Eigenschaften her wäre es ein hervorragendes Holz zum Schnitzen. Dann kann man auch wieder als historische Anwendung hervorheben, dass das Holz wohl damals, mit damals meine ich 1826, weil daraus ist mein Buch, wo ich meine ganzen historischen Informationen hernehme, da war es auch sehr beliebt bei Bäckern. Denn als Brennholz, und damit sind wir beim Punkt eben Brennholz auch angekommen, brennt es sehr, sehr, sehr heiß mit einer sehr hellen, rauchfreien, also ziemlich rauchfreien Flamme. Es ist also ein schnell brennendes, heiß brennendes, rauchfrei brennendes Brennholz. Wenn ihr also ein Feuer anmachen wollt, dann ist es natürlich ein gutes Initialzündholz, wenn man so möchte. Für längere Unterfangen mit einem Lagerfeuer ist es dann wiederum weniger geeignet, weil es dann auch nur sehr wenig Glut bildet und insgesamt der Ascheanteil relativ gering ist. Also sprich, es setzt sich schon das meiste Holz irgendwie in Hitze um, aber es ist nicht viel Energie im Holz enthalten, weshalb ihr da schon viel, viel Holz nachheizen müsst, wenn ihr rein mit Erle feuern wollt. Aber für kurze heiße Brennvorhaben ist es dann vielleicht noch mal ein bisschen besser geeignet als anderes Zeug. Man kann Erle auch ganz gut zu Pottasche verwenden. Also der Anteil an Asche, der dann übrig bleibt, ergibt eine hervorragende Pottasche. Dafür gibt es aber heutzutage eigentlich keine wirklich nennenswerten technischen Anwendungen mehr. Beziehungsweise auch im Outdoor- und Survival-Bereich fällt mir jetzt nicht viel ein, wo man jetzt wirklich unbedingt Pottasche brauchen könnte. Es sei denn, man will jetzt aus irgendwelchen Gründen, weil man Spaß dran hat, traditionelle Handwerksmethoden wieder erlernen. Aber dann macht euch in dem Bereich selber schlau. Ich kenne mich da nicht aus. So, jetzt habe ich behauptet, die mechanischen Eigenschaften sind schlecht und das Zeug ist kein Bauholz. Davon gibt es eine große Ausnahme von dieser Regel, denn, falls ihr wisst, Venedig steht überwiegend auf Eichenpfählen. So überwiegend ist es aber gar nicht, dass Venedig auf Eichenpfählen steht, denn die Hälfte dieser Pfähle sind Erlenpfähle. Erle ist ein hervorragendes Holz zum Wasserbau. Leider hat es heutzutage den Nachteil, dass man kaum noch mit Holz Wasserbau betreibt. Da werden dann gerne Kunststoffe und ähnliches Zeug verwendet. Aber wenn ihr wirklich was direkt ins Wasser stellen wollt, was dann unter Wasser ist, dann ist Erle eins der besten Bauhölzer, die man dann bekommen kann. Zwar ist es dann immer noch nicht sehr stark tragend, aber das muss es dann ja auch nicht sein, weil im Wasser wiegt ja alles nichts, ne? Also damit lässt sich dann das Problem mit der fehlenden mechanischen Stabilität relativ einfach ausgleichen. Und allein der Fakt, dass Venedig zur Hälfte aus Erle steht, sollte ja schon wirklich vollkommen ausreichend sein, um jedem klarzumachen, dass es ein hervorragendes Wasserbauholz sein muss. Wenn ihr also mal irgendwann in einem Zombie-Apokalypse-Späßchen oder sonst was eine Hütte am See bauen wollt und wollt euch einen Steg in den See reinbauen, auf dem ihr vor den Zombies flüchten könnt, dann wäre ein geeignetes Holz, um diesen Steg zu bauen, sehr wohl die Erle. Die schwimmt auch und lässt sich auch durch ihr geringes Gewicht relativ gut in großen Stämmen verarbeiten, in Anführungszeichen. Und trotzdem braucht man dann immer noch mehrere Männer. Und das ist jetzt noch lange nicht leicht, das Holz, im Sinne von, wenn man es durch die Gegend schleppen muss, stammweise. Aber es geht einigermaßen mit genügend Manpower, damit auch in primitiver Anwendungsart, also ohne Maschinen quasi, wasserbautechnisch was zu bauen. Das gleiche wie beim Wasserbau gilt natürlich auch bei Bauprojekten in sehr, sehr, sehr feuchter Umgebung, also in feuchten Böden oder ähnliches. Da ist ein Erlenpfahl auch wieder eine sehr gute Wahl, wenn man einen Pfahl haben möchte, der lange hält, oder einen Zaun oder alles, was man sich da so ausdenken kann. Auch als Dielen im Außenbereich, also Bretter für die Terrasse, könnte man Erlenholz ganz gut einsetzen. Verwitterungsbeständig wäre es da, hätte dann aber wieder von der mechanischen Seite her den Nachteil, wenn man da ständig drauf rumrennt, nutzt sich einem die Terrasse relativ schnell ab. Aber potenziell wäre das auch noch eine Möglichkeit.
Ja, ich denke, die wesentlichen Holzanwendungen haben wir damit durch. Bei der Erle auch eine sehr wichtige Komponente, die früher historisch ganz, ganz, ganz oft verwendet wurde, ist die Rinde. Denn aus der kann man erstens mal verschiedene Farbstoffe herstellen mit verschiedenen Methoden. Wenn euch das interessiert, das müsst ihr mir mal wirklich in die Kommentare schreiben, ob euch Färberei interessiert mit Baumrinden und Ähnlichem. Dann kann ich mich diesbezüglich noch mal ein bisschen separat schlau machen, aber jetzt so vom Studium her weiß ich dazu quasi gar nichts. Und das bisschen, was ich jetzt weiß, habe ich mir jetzt vor 2 Tagen angelesen. Nämlich, zum einen konnte man damit schwarze Tinte herstellen, deshalb heißt das Ding auch Schwarzerle. War wohl so eine der zentralen Quellen für die gute schwarze Tinte, mit der man damals geschrieben hat. Wird irgendwie aus, unter anderem auch aus den Erlenzapfen, ich habe es bei der Beschreibung jetzt nicht erwähnt, die hat so kleine Zäpfchen, wenn sie dann halt eben gerade reif sind. Ich lasse ja Blüten und Früchte und Ähnliches in der Regel weg bei der Beschreibung meiner Baumarten, damit ihr es wirklich an den Blättern erkennen könnt, weil die sind das ganze Jahr da, oder zumindest fast, weil auch Bäumen. Zapfen und Ähnliches sind halt nur ganz kurzfristig mal da. Daher ist das meiner Meinung nach ein untergeordnetes Bestimmungsmerkmal. Aber eben aus diesem Zapfen beispielsweise lässt sich eben diese schwarze Tinte herstellen. Ganz allgemein lassen sich verschiedene Farben, braun, Dunkeltöne, sagen wir mal im weitesten dunkle Töne, lassen sich auch durch Färbung mit der Erlenrinde eben entsprechend herstellen. Und großer Vorteil, dieses Färbemittel ist relativ wenig aggressiv und benetzt die meisten groben Stoffe sehr zuverlässig. Heißt also auch irgendwelche groben Wollhemden, wie sie 1826 zum Beispiel noch üblich waren. Da gab es ja noch nicht so ultimativ feine Verarbeitungsmethoden, beziehungsweise es gab sie wahrscheinlich schon, aber sie wären unendlich teuer gewesen. Also auch ein grobes Landarbeiterhemd aus rauem Stoff lässt sich mit Erlenfärbemittel im weitesten Sinne ganz gut auf irgendeine Naturfarbe bringen. Also irgendwelches Azur oder Azurblau oder Purpurrot kriegt man damit natürlich nicht zustande. Die Rinde wurde früher auch so ein bisschen im Medizinbereich eingesetzt, dass man auch Erlenrindenaufgüsse verwendet hat gegen Geschwüre, Entzündungen, äußerliche Anwendung. Inwiefern das jetzt so richtig geholfen hat, weiß ich nicht. Wird vielleicht teilweise besser gewesen sein als nichts, aber da wäre ich vorsichtig. Einen schönen Bericht habe ich auch aus meinem 1826er Buch entnehmen können. Da ist es so, dass man Erlenstreu, also das Laub dann, den Kühen geben kann. Die geben danach eine besonders gute Milch, angeblich. Wobei man sagen muss, selbst schon 1826 klingt der Autor von dieser Information nicht so hundertprozentig überzeugt. Also ob dieses Milchgeber-Argument so hundertprozentig stimmt, ist halt damals doch sehr fragwürdig. Wissenschaftlich gesehen ist das ziemlicher Käse eigentlich. Wie auch immer, man kann es auch den Schafen geben. Und das Tolle ist, wenn die Schafe danach niesen müssen, dann weiß man, dass seine Schafe krank sind. Also sprich, das ist so eine Art Indikator, um bei den Schafen Niesen hervorzurufen, um zu zeigen, dass die Schafe eigentlich krank sind. Sie werden nicht erst durch Erlenlaubstreu in den Stall, ne, als Futter, da werden sie nicht erst krank, sondern niesen dann, wenn sie krank sind. Und dann kann man die entsprechend kranken Schafe von den nicht kranken Schafen trennen und die kranken Schafe gesondert behandeln, umsorgen, in den Arm nehmen, irgendwie sowas. Toll, oder? Eine ganz tolle medizinische Anwendung von Erlenblättern ist es übrigens auch, stillenden Müttern Erlenblätter großflächig auf der Brust zu verteilen. Also es muss sich nicht zwingend um eine große Brust handeln, sondern die Blätter sollen nur großflächig verteilt werden. Dann hat das wohl scheinbar, wenn man die Blätter dann noch leicht anfeuchtet, damit sich die Säfte auch schön vereinigen können, das steht tatsächlich so in der Literatur, hat das wohl die unglaublich nützliche Eigenschaft, den Milchfluss zu verringern. Wozu das jetzt exakt gut sein soll, müsst ihr eine stillende Mutter fragen. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Vielleicht gibt es dann weniger Flecken in der Kleidung. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, das soll wohl scheinbar auch funktionieren. Und außerdem, das wusste man damals lustigerweise scheinbar auch schon, wirkt so ein Auflegen von Erlenblättern auf die Brust gegen Brustkrebs.
und alle möglichen sonstigen Entzündungen, die sich da irgendwie in der Brust bilden können. Ich vermute mal, nach heutigem medizinischen Wissen wird damit größtenteils Brustkrebs gemeint gewesen sein, weil das wird damals auch schon relativ häufig aufgetreten sein, vermute ich mal. Und man konnte es wahrscheinlich nicht anders zuordnen, als dass man sagt, es sind irgendwelche geheimnisvollen Entzündungen in der Brust. Vermute ich. Ist ganz interessant. Also gegen Brustkrebs Erlenblätter auflegen. Hilft. Wir haben bisher noch das Thema Essen völlig ausgeklammert. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass nahrungstechnisch die Erle mal gar nichts bietet. Die hat auch keine wirklich essbaren Samen. Das kannst du vergessen. Da ist nichts zu holen. Junge Erlenblätter wird man wahrscheinlich wieder kauen können und runterschlucken können. Könnt ihr mal probieren, ob er die lecker findet. Also spricht vom Giftstoffen her oder ähnlichem nichts dagegen, die Dinger auch zu essen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sonderlich lecker sein werden. Ja, aber ich glaube, damit sind wir mit den Anwendungsbereichen stofflicher Art durch. Jetzt gibt es noch zwei Sachen aus der Wissenschaft, die ich noch kurz erwähnen möchte, wo Erle neuerdings viel genutzt wird. Nämlich erstens, schaut euch, wenn ihr das noch nicht getan habt und euch das Thema interessiert, mal mein Agroforst-Video an. Also nicht, dass ich renne aggressiv im Wald rum, sondern dass ich erkläre Agroforst-Systeme im Sinne von ein System aus forstlichen und agrarwirtschaftlichen Produkten, die zusammenarbeiten. Da werde ich auch mal kurz auf die Erle eingehen und ihre Eigenschaft als bodenverbessernde Baumart. Ja, das ist in diesem Video ausführlich erklärt. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal extra sagen. Wirtschaftlich wird das noch nicht so viel angewendet, dass eine Erle im Agroforstbereich eingesetzt wird. Aber das hat auf jeden Fall enormes Potenzial und es gibt dazu jetzt erste bis mittlerweile auch schon einige wissenschaftliche Untersuchungen, dass das eben extrem Sinn machen würde, besonders auf armen Böden, die wenig Stickstoff haben. Da könnte man mit der Erle die Stickstoffsituation halt erheblich verbessern, ohne Kunstdünger ausbringen zu müssen. Also den berühmten durch das Haber-Bosch gewonnenen Stickstoffdünger könnte man dann entsprechend darauf verzichten, was die Gewässerqualität in der gesamten Umgebung schon mal erheblich verbessern würde. Also wäre es letztendlich auch für uns als Mensch eine durchaus gute Idee, das so zu tun, denn wenn wir unsere Gewässer alle eutrophieren, mit Stickstoff zupumpen, dann haben wir da irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist, ebenfalls ihre bodenverbessernde Eigenschaft der Erle kann man im Bereich der Tagebaurenaturierung bzw. Rekultivierung, je nachdem, was man da so mehr so vorhat, ich kann es auch gleich schnell erklären. Rekultivierung heißt, man macht den Boden wieder für die Kultur nutzbar. Renaturierung, man bringt den Boden zurück in einen naturnahen Zustand. Also sprich, wenn ihr aus einem ehemaligen Tagebau ein landwirtschaftlich nutzbares Gebiet machen wollt, dann macht ihr Rekultivierung. Wenn ihr aus einem ehemaligen Tagebau ein Naturschutzgebiet machen wollt, dann macht ihr Renaturierung. So einfach ist das und in beiden Bereichen macht es auch wieder, insbesondere in der Rekultivierung macht es enorm Sinn, wenn man da eben auch Erle anpflanzt in den Bereichen, wo sie einigermaßen wachsen kann, die muss man dann auch ein bisschen besonders fördern, weil es ja auch noch andere Bäume nebendran gibt, die dann wieder Schatten auf die Erle werfen. Ich habe eingangs erwähnt, dann geht sie ein. Man müsste sie also immer schön freischneiden und gucken, dass die Erle genug Licht bekommt. In so einem Fall hätte man dann auch wieder die bodenverbessernde Eigenschaft der Erle durch Stickstoffaufnahme in der Wurzel, durch die Wurzelbakterien, die eben die Erle hat. Der Stickstoff landet oben in den Blättern und wird dann voll im Herbst abgeworfen, weil die Erle ja ihren Stickstoff nicht braucht, weil sie ja genug hat und schmeißt ihn dann quasi oben auf den Boden drauf. Die Düngung des Bodens erfolgt also von oben, nicht von unten durch den in der Wurzel fixierten Stickstoff, sondern von oben durch das draufgeworfene Laub. Weil das, was die Wurzel fixiert, das behält der Baum ja, das kippt er ja nicht in den Boden raus. Macht hoffentlich für die meisten von euch Sinn. Also auch da könnte man eben einen total unfruchtbaren Boden auf diesem Wege wieder fruchtbar bekommen und zusätzlich, aber das tun alle anderen Bäume auch, nimmt die Erle auch sämtliche Schadstoffe, die man dann im Boden drin hat, insbesondere Schwermetalle, die gibt es in solchen ehemaligen Tagebaugebieten sehr, sehr, sehr viele und sehr, sehr, sehr häufig. Das wird alles besonders gerne vom Baum aufgenommen, unfreiwilligerweise, der will auch keine Schwermetalle haben, aber
gerade ausdauernden Pflanzen schaden Schwermetalle nicht sonderlich, weil die in die Zellvakuole reinwandern. Das ist in der Zelle so eine große Wasserblase, die dafür da ist, dass die Zelle schön aufgepumpt bleibt. Das ist einfach für die Stabilität wichtig. Und in dieser Vakuole können Schadstoffe eingelagert werden und sind dann weg. Also bis in alle Ewigkeit boxt den Baum überhaupt nicht, was in dem seinen Vakuolen an Schadstoffen drin ist. Das ist da drin, das stört ihn dann nicht mehr. Blöd wird es jetzt nur, wenn wir kommen und den Baum fällen, was wir dann früher oder später tun. Dann ist der Baum, der mit enorm viel Schadstoffen belastet ist, nämlich Sondermüll. Beziehungsweise, wenn der entsprechend verbrannt wird, muss man ganz viele krasse Filter einbauen, damit die Schadstoffe auch schön in der Asche bleiben und nicht durch den Rauch irgendwo sonst hingehen. Und die Asche ist dann Sondermüll und muss als Sondermüll entsprechend auf speziellen Deponien entsorgt werden. Das ist alles ziemlich kompliziert, aber immer noch billiger, als wenn man mit irgendwelchen chemischen Methoden oder maschinellen Methoden oder was auch immer für Methoden es dann noch geben mag, versucht die Schadstoffe aus dem Boden rauszuziehen. Weil ein Baum pflanzen, das kostet maximal 10 Euro und dann hat man auch die Schadstoffe draußen und den Baum fällen. Gerade in so einer so besonderen Situation, wo die schön einzeln verteilt stehen und man gut rankommt, das kostet dann halt meinetwegen nochmal 10, 15 Euro pro Festmeter. Und ja, klar, den Sondermüll entsorgen und so weiter. Aber trotzdem ist es immer noch erheblich billiger, als wenn man jetzt den ganzen Boden durchsiebt und durch irgendeinen Filter durchjagt, um da anderweitig die Schadstoffe rauszubekommen. Ich kenne mich zu wenig aus mit physikalischen Methoden, wie man da sonst noch die Schadstoffe rausholen kann. Ich habe es ja schon erwähnt, aber ich bin mir sicher, dass ausdauernde Pflanzen, die dann als Sondermüll entsorgt werden müssen, die einzig wahre Methode ist. Jawohl, muss ich mir auch sicher sein, sonst wäre ich ja nicht hier der Baummensch. Okay, das waren jetzt aber wirklich alle Anwendungsbereiche für die Erle, die mir bekannt sind, bis auch noch so ein paar ganz kleine Kleinigkeiten, die jetzt echt nicht so wichtig sind. Man kann auch Stiele von irgendwelchen Werkzeugen zum Beispiel draus machen. Das war früher besonders beliebt, weil das dann schön leichte Stiele sind. Und gerade bei Werkzeugen, bei denen man nicht viel Kraft braucht, wo es schön ist, wenn die leicht sind und angenehm in der Hand liegen, dann war ein Erlenstiel ein beliebtes Holz für den Werkzeugstiel. Aber das ist heute auch nicht mehr so aktuell. Könnte man im Prinzip immer noch so machen und ist vielleicht auch wieder für den Bushcrafter irgendeine interessante Information. Aber das war jetzt das Letzte, was mir noch eingefallen ist, was man noch mit Erle machen kann. Ansonsten sind wir jetzt wirklich durch. Wie gesagt, ein sehr vielseitiger Baum, auch ein sehr schöner Baum und mit jede Menge Potenzial in der Ökologie und der Renaturierungsforschung. Ganz was Feines. Macht's gut, bis zum Upload, der hoffentlich in 3-4 Stunden oder was erfolgt. Macht's gut.